In Westerwald, die etwas andere Autoverwertung der vier Ludolf-Brüder. Während Peter und Günther den Arbeitstag wie immer ruhig angehen, schlachten Uwe und Manni schon ein Auto aus. So, Manni. Ja. Erstmal Öl ablassen, in Zeit, wo es läuft, können wir hinten schon weiterarbeiten. Ich löse deine Schraube hier an. Löse sie mal an, Junge. Okay, das fahren wir runter. So. Gucken wir, wie das Öl aussieht. Ja, die Laufleistung war schon am Ende des Öls. Ziemlich verbrannt. Schmeckt auch nicht mehr. Ziemlich vergurgeltes Probieröl. Hast du probiert? Ja. Nee. Hier riecht er mal, hier. Ich probiere kein Öl. Ich rieche. Du wolltest probieren. Hier, komm Uwe. Weiter. Hier, Uwe. Du alte Sau. Benni, du bist ein altes Schwein. Da kannst du machen. Du bist auch klasse. Klasse, da freue ich mich. Das war alles Spaß. Nur auf den kleinsten Bruder. Erstens kann man sehen hier, das Schmieren ist nicht mehr ganz so gut. Oder geht's mal hin? Richtig vergurkelt schmeckt das. Also das Öl ist ziemlich verbrannt. Es hätte normal schon lange Ölwechsel sein müssen. Aber trotzdem, der ist sowieso im Schrott gekommen, der Presse. Also ist scheißegal. Ist nicht der Beste, kein Geschmack mehr. Und ganz normales Öl, kein Vollsynthetik oder was Besonderes. Ganz ich rieche Öl. Lieber nur, aber ich probiere es nicht. Ja, ich rieche auch. Und an den Bewegungen, an den Geruch merke ich das und an die Schmierkraft. Das riechst du und das schmeckst du auch. Schmecken tue ich nicht. Doch, das schmeckt richtig verkokelt, schmeckt das. Da musst du richtig, so richtig auf die Zunge zergehen lassen. Also ich brauche das nicht. Ich brauche das nicht. Man lässt so manches auf die Zunge zergehen, aber so ein Tropfen Altöl. Es regnet, wir sitzen im Trocknen und werden nicht nass. Das finde ich schön. Ein naturreiches Wetter. Das kannst du laut sagen, aber sehr laut. Mir gefällt es. Ich liebe den Sonnenschein, nicht zu viel. Ich liebe den Regen, auch nicht so viel. Ich liebe den Mischmasch. Ja, schön. Zu viel Regen ist auch nicht schön. Macht nichts, machen noch die Haare. Und man wird noch größer. Ja, Uwe aber nicht mehr. Ludolf. Ich habe ein Buch das gelesen. Da war auch einer wie du. Da haben sie gesagt, immer das ist ein Knirch. Du bist ja auch ein Knirch. Ein super Knirch. Da siehst du aber auch aus. Und da habe ich noch ein Buch gelesen, das war ein Märchenbuch. Da haben sie auch wieder über dich geredet. Über Schneewittchen und die sieben Zwerge. Aber du bist nur ein Zwerg. Richtig. Uwe der Zwerg. Ja, ich brauch mal ein Messer. Brauchst du ein Messer? Hier, ja, du hast einfach weggezogen. Füll das einfach da rein, stopp ins Loch. Einfach meine Werkzeuge weg in den Sack. Ach ja. Ist das schöne Luft hier? Oh ja. Ach herrlich. Ach ja, Günther. Ja. Ich hätte immer ganz gerne mal wieder eine Abenteuertour gemacht. Oder irgendwas ähnliches. Oder mach doch irgendwas. Jedenfalls, ich möchte doch wieder meine Nacht oder so übernachten, wohnwagen. Und jetzt hatte ich eine Idee, der Manni hat immer mir vorgeschlagen. Mama Camping. Richtig auf dem Campingplatz und so weiter. Habe ich ja noch nie gemacht, so. Im Wald, ja. Gute Idee, gell? Aber das ist eine gute Idee. Diesmal würde ich aber mehr als eine Kartoffel mitnehmen. Ja, und dann meint er was zum Essen hierbei, mal was zum Trinken bei. Das ist ja Camping. Ja, genau. Und du fährst ja mit, danke schön. Nee, ich nicht. Ist er nett? Auf keinen Fall. Hast du Pech gehabt? Ist ja sehr nett sogar. Ludolf? Camping, der Günther dabei. Herrlich.
rechts noch der Anlasser. Ja. Unten der Cut, Federbeine. Tank noch raus. Das sieht ja gut aus. Den schöpfen wir den Uno auch noch, Manny. Wenn die Ladung drauf kriegen würden, wäre nicht schlecht. Mhm. Also hätten wir speziell. Die Woche machen wir nächste Woche den Golf 4 abholen. Was sagt er, ist kaputt? Ein Heckschaden. Heckschaden. Aber kostenlos, dafür geht es. Warum sonst kannst du auch mal ja. Fahrt machen? Richtig. Okay. Wollen wir mal reingehen? Ja, komm. Wir gucken mal nach, ob wir eine Kleinigkeit zum Futtern haben. Machst du die, gib mal den Lamm rüber, Manny. Okay. Ich hab's ja. Ich bin eine Rückleuchte. Gut. Wir mal gucken, verpackt. Schüttel sie aber schön vorsichtig ab, dass sie nicht kaputt gehen. Mach ich das so, ich weiß sehr doch. Gut. Okay, da liegen sie gut. Ah, Peter, fährt mal langsam hoch, der allerhöchste Eisenbahn. Ach, hört doch mal. Hast du was gemacht, Mann? Hört doch mit dem Essen auf. Hört doch mal mit dem Essen auf. Der wird schön. Schaffst du wieder? Ich habe doch eine ganz andere Idee. Ja. Ich habe mit Günther geredet. Ja. Ich habe was Romantisches drauf. Ja. Schön. Aber Natur, ich möchte irgendwie Camping machen. Irgendwie. Ach, ich bin ja Camper. Camping? Wie kommst du auf die Idee? Ich habe doch noch den Wohnwagen, haben wir den schönen. Ja, den haben wir noch. Aber wir haben keinen Wagen zum Ziehen. Doch. Haben wir zum Ziehen? Hätten wir, da wird kein Problem. Welche? Unser schöner Leichenwagen. Nee, ist nein. Geil. Die Leichenwagen nicht. Das ist mein schönstes Stück, da habe ich heute noch Spaß drauf. Nicht zum Campen. Warum denn nicht? Da kommt kein Leichenwagen. Den Leichenwagen nicht mal. Nein. Ja. Ich will was Lustiges haben. Ich will was Humorvolles haben. Aber nicht an Leichenwagen denken. Sowas nicht. Uwe, nein, nein, nein. Überleg, was du los. Ja, aber sonst haben wir doch keinen. Was überlegt, ihr wisst, wir haben keinen. Überlegt, ihr beiden. Wenn du Campings so dauert. Aber überleg mal. Der Einzige, was ich wüsste, ja, was denn? Von mir der Bekannte hier, der hat einen Traktor, für der fährt immer eine Forst rein, Holzhole. Ja. Und der hat auch die Kugel drauf. Oh, das will ich ja. Ja, auf dem die haben ja auf die Campingblätter die Traktoren, wo sie dann die Wohnwagen hinschieben. Das ist eine gute Idee von dir. Ja. Ein Problem habe ich was entdeckt. Was denn hast du ein Problem? Mit den Wohnwagen. Es ja. Kannst nur du und der Uwe drin schaffen. Ich brauche... Die können sich draußen auf der Wiese hier. Ja, deswegen habe ich ja gerade überlegt, in diesem Campingurlaub mit der Biene war ich in einem Vorzelt geschlafen. Ich werde mir von der Biene ein Zelt leihen. Und dann schlafe ich neben euch in ein Zelt. Okay. Ja. Ich wüsste was Besseres. Der braucht kein Vorzelt. Doch. Der kann unter Wohnwagen schlafen. Nein, ich habe ein echtes Zelt. Da passt doch da drunter, der Schmale hier. Ein echtes Zelt. Dann stirbt man da drunter. Ganz ehrlich? Ja. Ihr beiden könnt ja im Wohnzelt schlafen und ich hab den Wohnwagen. Wir müssen uns überlegen, wie der auch macht. Jetzt nur eine Frage. Hast du schon, weißt du schon, wo wir etwa campen? Im Wald oder auf dem Platz? Campingplatz? Ich will, das könnt ihr euch noch überlegen. Ja. Alles. Aber wenn wir irgendwo campen, das überlegen wir, komm. Dann müssen wir da gucken, wo viele nette Mädchen sind. Da wird es zum Albern haben, ja. Hör doch auf. Das kannst du ja gar nicht. Hör doch auf. Uwe, bitte hör doch auf. Hast du eine Ahnung? Erstmal habe ich dir eins gesagt. Es soll ein Abenteuerurlaub werden. Ja, mit netten Mädchen, ja. Es soll nicht hier ein Discoabend werden. Du kommst mit Leichenwagen, du kommst in Discoabend. Ja, da geht nicht. Du weißt, Campen, ich bin, Natur, Romantik pur. Ist doch Natur. Die Peter. Sonne untergehen abends. Ja, aber Peter. Geschichten erzählen. Weißt das du, kannst du sowieso. Aber auch auf die Campingplätze gibt es Discoabend und Bingo. Ja. Ach, das ist egal, aber wir machen auch mal eine Natur gucken. Peter. Ihr liebt doch überhaupt nicht die Natur so wie ich. So ein kleiner Grashüpfer kommt über mein Füßchen rüber gesprungen. Pass mal auf. Was hast du da? Ihr seid Banausen. Jungs, jetzt wollen wir nicht viel reden. Geht endlich schaffen. Die schickt uns immer raus, wa? Komm, Peter, willst du was? Du bist ein Klug. Dann abschlachte. Komm. Wir machen uns ab. Sei nicht so faul. Fauler, sag Mr. Relax, wir müssen schaffen. Ich hab nicht von Relax. Ach, wir hauen lieber ab. Ich ruhe mich jetzt im beruhigten Sinne aus. Ja, du bist mal schon so ein Held. Ich störe dich, du mal etwas zu relaxen. Du tust uns so relaxen. Wir sollen schaffen, du aller sagt. Bis nachher. Komm, dann war endlich. Ja, ja. Wir haben Ruhe jetzt. Wie so ein Radio. Kannst du nicht abstellen? Überhaupt nicht. Uwe und Manni holen ein Schrottreifen-Fiat von einem Kunden ab. Die Brüder freuen sich dieses Mal besonders auf ihre Tour. Am Zielort wartet nämlich nicht nur der Schrottreife-Fiat auf die Brüder, sondern auch ein privates Spielzeugmuseum. Ach nee, Baby. Ja.
heute das Besondere ist, Uwe, normal holen wir nur Auto ab, fertig. Aber heute ist besonders, wir gehen in ein Museum, wo wir immer rein wollten. Ja, ob die Frau ist der Schlüssel da? Ich hoffe es, aber das war besonders. Das ist so was. Und dann noch Spielzeuge, wo wir so an Spielzeugmodellautos hängen. Spielzeug, Haushaltsgegenstände, ja, verschiedene. Und da bin ich gespannt. Ich bin halt sammel ja alles, auch Haushaltsgeräte. Und hier stand immer das Schild. Haben die jetzt schon abgeräumt? Ja, na klar, Manfred. Ja, leider weg schon. Früher stand hier immer ein Schild Spielzeugmuseum. So, mal gucken, wo der Wagen steht. Weil die Frau ist ja nicht hier, Manfred, die wohnt woanders. Da rufen wir gleich mal an. Da musst du mal gleich mal anrufen, ja. Ja. Guck mal, da will einer durchfahren. So, lass mal durchfahren. Ja. Moment, komm mal durch. Ich gehe noch nicht in die Hecke, werde ich nass. Da müssen wir gleich mal gucken. So, hier im Hof stehen. Aber wir müssen die Frau anrufen, dass sie kommt gleich, wa? Da guck mal, ein schönes Schild. Ach nee, Manfred. So, mal gucken, wo der UNO steht, Manfred. Der UNO, ja. Hey, das ist aber kein UNO. Manfred, das ist nicht der UNO. Oh, das ist ein Tipo da. Ah, das ist ja egal. Ah ja, Manfred, wisst ihr was? Ob UNO oder Tipo ist sowieso ein Schrottauto. Hier können wir drauf schmeißen. Ey, das sieht ja gut aus. Ja, da ist sowieso ein Müll. Oh, geil, guck dir das mal an. Ja, sicher. Guck mal, schöne alte Sachen. Geil. Ah ja, Manfred, da können wir die gleiche alte Kiste hier drinnen laden, wa? Beide kriegen wir schon drauf. Ah ja, wegen des Schrottauto kommen wir jetzt. Ja. Wie abgemacht. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag, kleine Maus. Ach, guten Tag, kleiner Mann. Tag auch. Guten Tag nochmal. Guckst du nach unten? Tag. Ja, hast du Angst? Ich weiß nicht. Nee. So, wir wollen das Schrottauto abholen, wie abgemacht. Mhm. Habt ihr noch ein bisschen Zeit? Ja, auf jeden Fall. Weil ihr wollt das Museum hier auflösen, wa? Ja. Mhm. Schade drum, wa? Ja, aber wenn das Haus verkauft wird, dann... Naja, muss ja alles aufgelöst werden. Ja, war für schöne Stücke dabei, wa? Richtig. Das schlägt das Herz direkt ein bisschen höher wieder, wa? Ja, du als Sammler. Ja, ja, ich bin sowieso ein Sammler. Ich sammle alles, was alt ist. Außer was ich nicht alt sammle, sind die Frauen. Das sammle ich nur Junge. Ja. Das ist das Einzige, wo ich habe. Die Frau will automatisch alle volle Probe, nichts älteres sammeln. Genau, Ja. Ja, sind schöne Sachen bei Harvard, wa? Ich hab mal gesehen, da kam ein Floh auf der Autobahn gefahren. Mit ihrem kleinen Dreirad. Und der Günther saß da drauf. Und so fährt er auch mit Camping. Ich fahre Camping mit. Bitte, Günther, du kannst doch mal für deine Brüderchen mal über Schuss bringen. Kein Camping. Ich bin gar nicht da, red ruhig weiter. Oh. Ich bin gar nicht da im Moment. Ich bleib lieber hier. Ich war früher genug unterwegs. Das wäre so schön. Ich hätte bei. Kannst auch dein Telefon mitnehmen. Das will ich gar nicht haben, das Telefon. Dein langes Handy. Das mal gerne. Nee. Gib mir die Hand drauf, komm. Ach, du Feigling. Ich freue mich jetzt schon da drauf. Ja, sag mal, was ich da. Ich sehe das schon schön. Guck mal, Manfred. Ach, das ist eine schöne Bar. Da ist halt bestimmt einige Jahre dran rumgebastelt. Ja. Da. Doch. Richtig schönes, geiles Stück und alles schöne, alte Sache. Und das wollt ihr alles verkaufen? Ja. Am liebsten an einem Stück, aber ist schwer. Das ist schwer. Ja, es gibt aber Liebhaber dafür. Gibt es doch Museen. Ja, aber da muss man mal welche finden erstmal, ne? Wenn das einer wüsste, dass sowas hier steht, ja, dann kommt die würden einer. Sich regelrecht drum kloppen. Und sowas. Ja, glaube ich auch. Ne? Da ist ein Traum, ist das hier. Ja, das sind noch die neueren. Ich habe davon die älteren. Ja. Ich habe ungefähr 15 Stück davon, verschiedene. Da Platz hätte, komplette Teil hier. Wunderbar. Aber Platz ist, obwohl ich habe genug Platz, aber weißt du nicht. Ja, aber ich muss dir leider was sagen, Uwe. Ja. Das hatten wir hier die Kühe, der Vergnügen, das haben wir gleich die Pflicht im Wagen laden. Ja, du hast mal, ich guck mal da hinten noch die Autos hinten. Da müssen wir gleich los. So, gehen wir weiter gucken, Manfred. Ah ja. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Ich brauche für einen Golf 3 95 Fenster über Motor hinten rechts elektrisch und eine Rückleuchte hinten rechts. In schwarz. Hinten rechts in schwarz. Ja. Müsst ihr einen Moment warten, ich frage ihn, ja? Kein Problem. Okay. Peter. Ja, guten Tag. Für einen Golf 3 hinten rechts eine Rückleuchte in schwarz. Ja, die GT. Ja, und ein Fensterheber elektrisch für hinten.
Da muss ich nachgucken. Die Rückleuchte 100%. Setz dich hin. Dann mach das. Tschüss. Tschüss, bis gleich. Nee, haben wir nicht da. Das sieht wie ein Chaos aus. In Wirklichkeit ist das kein Chaos. Ist ein aufgeräumtes Chaos. Ich weiß, ich habe nach bestimmten Kriterien hier gestapelt. Es bedeutet gefragt, Mittel, ganz gefragt, Mittel gefragt. Dann nach Katz, nach langen Auspuffen, was ich schnell rauskriege. Und ich muss ja auch den Kunden schnell bedienen können. Und danach wird auch eingeteilt. Ja, logisch. Das ist die GT. So, das ist die schwarze. Jo. GT. Die nehme ich schwarz. Die anderen sind helle Farben. Ja. Ist alles drin, ist sogar die Bärenplatte drin geblieben. Perfekt. Sehen Sie? Nein, nein. Die ist neuwertig, nehme ich. Der Scheibenwischermotor, also Scheibenwischerheber ist nicht da, der Motor davon. Da hören Sie in ein, zwei Tagen bitte rein. Wir kriegen mehrere Golfs rein. Die rechte Seite hinten, man sieht es auch, hinten ist es meistens aufgeschrieben. Aha. Hier jedenfalls für das R, aber das sieht man auf eine Seite manchmal. Hier, da, heller, heller, sogar Marken. So noch kein Riss oder? Nee, nee, eben. Nein, kein Riss. Perfekt. Kein Riss, gucken. Ja. Ja. Super. Nur polieren. Dann sagt, für den Motor dann. Können Sie noch zwei Tage bitte rein. Das wäre nett, so zwei Tagen sagen wir, okay? Kein Problem. So, 35. Ich wechsle eben, dauert eine Minute. Kein Problem. Jo. Dankeschön. Sieht gut aus. Inzwischen hat der Schrottalltag Uwe wieder eingeholt. Die Schwärmereien über die Spielzeugsammlung müssen vertagt werden. Sehr gut. Pass rein, Eddie. Ja. Hey, komm rüber. So, dann sind wir soweit fertig, meine Herren. Ja. Können wir auf die Bezahlung? Ja. Danke sehr. Ja. Schön. Tschüss. Ja. Schön miteinander. Ja. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Dass die über viele Jahre liebevoll zusammengetragene Sammlung jetzt einfach verkauft werden soll, bringt Uwe und Manni ins Grübeln. Aber so geht das dann. Ja. Die Eltern sterben und dann wird alles verscherbelt, nee, was wir jahrelang gesammelt nicht. Haben. Bei uns nicht. Nee. Mein Vater hat keinen einzigen Teil von seiner Sammlung aufgelöst. Richtig. Und ich bin ja heute noch Sammler, man weiß ja, ich sammle alles. Vater, dein Geschäft ist alles auch in Ursprung. Winterchen, die sind auch schon lange weg. Oh ja. Mhm. Müssten jede Minute kommen. Normalerweise ja. Oh, du kennst den Uwe eine Menge. Mhm. Naja, was soll's. Doch, was immer. Und sonst, wie geht's dir? Bleib wieder weiter. Mir auch. Ja. Da hättest du den. Der Uno war kein Uno, das war ein Tipo. Funkerl! Aber interessant war das schon, Peter. Ja, sehen wir mal. Das Spielzeugmuseum. Ja. Die Eltern haben, also von dem Mann, die Eltern, die haben jahrelang die Sachen gesammelt. Erzähl mir doch, welche Sachen? Und die Autos, Eisenbahn. Und alte Volvos, alles haben die. Wollen wir verkaufen? Ja. Die wollen alles verkaufen, Peter. Weil die geben das auf, das komplette Museum. Du weißt ja, tausende von Autos. Ja, du hast ja die größte. Dann frag doch mal, was sie haben wollen. Ich bin für PKWs und kleine LKWs, nicht für Flugzeuge. Dann frag ich mal nach. Kann ich nicht sagen, ich habe sonst zu viel. Da müssen wir mit denen nochmal schwätzen. Ich hätte Privatleben. Ja. Ach, Jungs, was hältst du davon? Wir wollen nicht so viel quatschen. Ihr macht ja so und so nichts. Geht drauf. Lieber arbeiten, komm mit. Ja, dann machen wir was zu essen. Ja, komm her. So geht das. Komm her.
Hast du noch was? Nee. Das ist ein Apfel für dich. Danke. Wenn ihr jetzt ein Apfelfutter habt. Ein Apfel für Manni. Und Uwe. Was soll ich so, komm raus. Jetzt habt ihr dann vor Essen, wenn ihr genug geschafft habt, kriegt ihr ein ordentliches Essen. Genau, hast du recht. So, den Apfel kannst du behalten. So, ich mag guck das mal, Uwe, nicht. Hier, guck mal, Uwe. Guck mal her. Hau den rein. Ich stehe dich auf Apfel. Mach mal anständig zu essen. Wir gehen es noch mal schaffen und wenn wir wiederkommen, ist mal zum Essen auf dem Tisch. So. Ja, und nicht so komische Apfel. Sag doch, komm. Ja. Endlich, also wie ein Radio. Nur kein Knopf zum Abdrehen. Ja, aber wir können froh sein. Ich bin froh, dass ich die habe. Wir haben ja die Brüder alle lieb, egal ob es du bist oder Manni oder Günther, Uwe, Peter. Wir haben uns lieb, gell? Und auch Monika, also die, was auch nicht da ist. Und auch Sabinchen. Geld ist nicht so wichtig. Das Wichtigste ist die Familie, Günther. Allerwichtigste. Zurück bei den Ludolfs. Während Uwe und Manni Autos ausschlachten, plant Peter einen Kurzurlaub auf dem Campingplatz. Mama Camping. Richtig auf dem Campingplatz und so weiter. Manni und Uwe sind skeptisch, aber Peter ist begeistert. Camping. Eine frische Natur. Naja, Manfred. Der Peter kommt auf Idee mit seinem Camping, aber mit dem Essen vergisst er. Der Apfel hat aber gut geschmeckt. Du kannst den Apfel futtern, ich will was Anständiges aufzuzahlen. Aber mit dem Camping ist eine super Idee. Ich hab Hunger und nicht hier ein Schiss Apfel, Manfred. Ja, Uwe. Ja. Ich wollte ja noch mal gerade was erzählen. Weißt doch, jetzt habe ich ja Campingurlaub mit der Sabine gemacht, mit dem Wohnwagen. Ja. War wunderbar. Ich habe draußen in dem Vorzelt geschlafen mit der Luftmatratze. Da waren wir auch noch in so einem Freizeitpark in Holland. Du kommst wieder auf Ideen mit Camping, wa? Camping hat Spaß gemacht. Da mussten wir aber immer in dem Sanitärhäuser. Die Duschen waren super sauber und alles. Manfred, weißt du, ich habe noch nie Camping richtig gemacht. Musst du machen, fantastisch. Ja, fantastisch. Aber wenn du weißt, was der einzige Nachteil ist beim Camping? Was? Da fehlen die netten Mädchen, wa? Da sind genug nette Mädchen. Genug nette Mädchen. Blondinen, schwarzhaarige, rothaarige, grauhaarige, alles schöne Mädchen. Manfred, du weißt doch, wie ich immer denke, wa? Ja. Ich mag Camping im Garten. Das ist nicht so, wie wenn man unterwegs ist. Von andere Gegend. Mein Garten ist wie ein Urwald drin, ringsherum zugewachsen. Ja, ein Abendprogramm. Na klar, habe ich ein Abendprogramm. Was für Musik? Was für Veranstaltung? Na klar, ich habe Musik da, wir tun die Musik einlegen, was wir wollen. Aber eine richtige Veranstaltung, Bingo. Ich spiele da abends Bingo. Wir können alles spielen. Aber kein Bingo. Was meinst du, dass der Ludolf alles spielen kann? Was, Günther? Ah, ja. Könnte Bienchen sein. Ich geh mal gucken, Peter. Guck's mal nach, bitte. Jungs, die Biene ist da! Ja, ich komme! Geh du mal hin, Manfred. Ja. Weißt du, was will die Biene? Einkaufen doch heute nicht, wa? Ich bin gespannt. Die hat das Zelt mitgebracht. Hallo, Manni. Hallo. Ich hab euch die Campingsachen vorbeigebracht, die ihr haben wolltet. Ja, oh, klar, na du. Und richtig. Alles klar? Alles klar. Zeig mal, was du alles mitgebracht hast. Jetzt seid ihr auch auf den Geschmack gekommen. Ja, ich kenne es aber, der Ofen nicht. Das ist hier das für Abwaschen. Da ganz gerne. Genau, mit dem passenden Campinggeschirr. Ja. Der Opa, da braucht ihr keinen Reis verwenden. Super. Drei leichte Stühle. Danke. Und was ist mit dem Zelt? Das ist das Zelt. Aufgebaut werdet ihr da drin. Ja, da werden wir gucken. Den Spaß werden wir uns machen. Ja, das kriegt aber hin. Viel Spaß da. Alles klar, du musst ja weg. Dringend. Ja, ich rufe wieder weg. Bitte die Diana, Janika und Sabina. Mach ich sowieso. Soll okay, mach gut. Tschüss. Alle auch. Jo, tschüss. Dann mach's gut. Tschüss. Ciao. Damit sich Manni auf dem Campingplatz nicht blamiert, will er das Zelt zur Sicherheit schon jetzt einmal aufbauen. Ich mache immer einen Probelauf. Ich dachte, du bist ein großer Camper, Manni. Ich bin ein großer Camper, aber das Zelt habe ich noch nicht aufgebaut. Ja, dann mach das mal. Meinst du, die Leine hält hier? Die muss aber fetten, die quietscht ganz schön, Manfred. Hey, hör mal auf, Uwe. Ich hab dich auf den Fuß, hör mal, sag ich, Mann! Freut mich einfach sehr mit dem Camping. Ach, fantastisch. Hans Günther, es lässt mir keine Ruhe. Das Camping. Ich habe mein Geschirr ja alles schon überlegt, so mitzunehmen und zu besorgen nachher.
Ich würde mal ganz ehrlich meinen Wohnwagen angucken. Ich bin aber gespannt drauf, weißt du? Richtig, alles kontrollieren. Ich guck lieber mal nach, gell? Eben. Ich freue mich schon. Tschüss. Tschüss, Jan, bis gleich. Bis gleich. Das ist ein Iglo-Zelt. Ich weiß, wie das funktioniert, glaube ich. Du weißt es oder du glaubst es? Das ist die große Frage. Ich weiß es nicht, ich glaube es. Das ist ja kein Normalzelt. Das ist so ein Zelt, da muss ich durch diese roten Stäbe durch. Ich habe es schon gesehen auf dem Campingplatz. Ja. Das ist schon besser, richtig, Uwe? Ja, ich weiß es nicht. Da hält man die Stangen gerade. Ja, Manfred, das ist so eine Sache. Uwe, mach sie mal lang. Ja, Moment, die machen doch schon lange. Jetzt gucken wir mal lang, da ist mit hier. Mann, den schönen Wohnwagen geworden, das. Aber ist nicht so schlimm. Ach, da schon lange. Uiuiui. Wie sieht denn der aus? Die Tür noch. Etwas. Ach. Spiegelzeile geblieben, fantastisch! Ist das ein stabiles Ding? So, die tun wir so rüber, dass mir nicht kaputt geht. Manometer, ist das ein absolut schönes Fahrzeug. Mal gucken, ob ich noch da reinpasse. Tatsächlich passt noch rein. Oh, das ist auch gut. Mensch, du musst ja oben noch einen Knoten reinmachen, damit es sammelt. Da bringt nämlich ich mache eine Schleifung, kein Knoten. Aber es kommt direkt die Sonne raus. Ja, weil sie nicht sehen, dass ich das Zelt aufbaue. Nee, weil du das Schiss zusammengebaut hast. Okay, das haben wir noch die zwei Stangen. Manfred, oben hier kommt keine Stange ran, glaube ich. Nee. Da bestimmt nicht, nee. Manfred. Aber wollen wir das andere zweite Regendach rüber machen? Komm. Können wir machen, ja. Was ist das Vorderseite? Das, glaube ich. Das sieht man doch hier. Das hier mit dem Reißverschluss, hier, das hier. Das ist klar. Aber Reißverschluss hat überall dran, sehe ich gerade. Aha. Aha. Ich glaube, so könnte es richtig sein. Ja, das sieht schon mal gut aus. Okay. Sehr gut. Ah, oh, endlich. Dann wird das. Der ist ja wie neu noch geblieben. Der Wohnwagen ist jetzt wirklich fit. Das Einzige ist die Tür, da fehlt der Schlüssel. Und den besorge ich ihm und dann schließe ich ab. Und dann kannst du losgehen. Und ich putze noch etwas. Ich will ihn ja sauber haben. Ich will meine Küche. Da muss etwas wohnlich sein. Das ist alles in Ordnung wieder. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Ach, Mandy. Ja, ist das nicht schön? Das ist schon eine schöne Aussicht hier, wa? Super, ja. Mann, herrlich. Ah, ja. Ja, Manfred. Super, was? Aber sei vernünftig hier in mein Zelt. Ich bin immer vernünftig. Halt. Wisst ihr was, Manfred? Ich marschiere mal raus jetzt langsam. Ah ja, ich bleib mal sitzen, der dicken Arsch. Du hast den ja. Ach nee, Manfred. So, mach mal weiter. Ja, ich ruf mich weiter aus. Gut, dann ja, mach mal. Ich tue mal hier überlegen, was, ob es richtig. Aber irgendwie ist das Zelt ein bisschen grob. Ja, ist das erste Mal Probeaufbau. Beim zweiten Mal geht's besser. Du hast doch gesagt, du wärst ein Profi-Camper. Ach ja, Manfred. Bin ich glücklich. Du musst auch gut rummeln, Manny. Ich bin ja auch gespannt, ja, was da läuft. Ach ja. Hi Peter, alles klar. Bei mir ist alles in bester Ordnung. Ja. Aufgeräumt, der Wohnwagen ist ja fertig. Pizza. Wir haben das Zelt aufgebaut, aber jetzt machen wir erstmal Feier. Nee, jetzt morgen hier unten. Ja, morgen ja. Peter, wir haben das Zelt aufgebaut, das geht hier super. Alles. Morgen legen wir los. So, wir können doch heute Nacht. Wir machen erstmal Feier. Ja. Peter? Ja, Manni? Ich freue mich richtig schon auf morgen. Ich habe das Zelt ja das probiert aufzuschneiden, das ging mehr recht als schlecht. Und du hast das schön den Wohnwagen eingerichtet, richtig, Peter? Ja, Manni? Ja. Manni, ja. Warte erstmal.
Bis er morgen der Uwe von seinem Nachbarn den Träger gekriegt hat. Ja. Dann werden wir weitersehen. Schlaf endlich. Gute Nacht, Peter. Gute Nacht, Minnie. Peter! Ja? Ist auch das Nudelsieb? Ja, selbstverständlich. Gut, das darf man nicht vergessen. Panne Manny, ich bin doch nicht dumm, wenn es um Nudeln geht. Nudeln, Gewürz sogar und alles. Haha! Ha. Siehst du, ich denke immer dran. Gut. Hier, nimm auch noch den Ketchup mit. Der Ketchup ist auch noch gut. Nein, geht. Nee, gut. Lecker. Guck mal her. Ist das nicht schön? Richtig. Das ist gut. Super. So, richtig. Manny! Ja. Ich bin gespannt gleich. Ja. Auf den Traktor. Ja, ob es ist modernerer, ist ein älterer Traktor. Ist mir egal, Hauptsache. Aber gut läuft. Gut läuft, oh, wir kommen da gut hin. Aber wichtig ist, dass wir wollen ja campingen und sonst gar nicht. Wir wollen ja kein Rennen von mit Traktor machen. Nein. Ach Mann, da war ja heute eine Anstrengung. Ich habe dein Zeug auch schon. Ich habe extra alte Klamotten angezogen. Ja. Ich habe meine Traktor geliehen von Günther. Aber das hat eine Weile gedauert. Ach, muss denken, du musstest von daheim aus. Hat aber Spaß gemacht. Komm, wie ich euch kämpfe. Aber dann fahren wir mit 25 die ganze Strecke hierher. 25? Ja. Und dann der Frontwind. Dann die ganze Zeit auf der Schiene. Und wie? Und wo angefahren ist, hoch. Das ist das modernste Stück. Oh, mein Kreuz. Wir fahren, oder? Bei so den Dingern. Mann, das lebt gefährlich. Oder wenn ich? Es kann losgehen. Manni, Peter und Uwe nehmen das Projekt Camping in Angriff. Die Ludolfs in Ferienlaune. Das ist schön. Endlich Freizeit. Camping, richtig, Peter? Ja, das ist schön. Das wird schön, habe ich euch doch gesagt. Die Sonne scheint. Ich habe kein Problem. Die Sonne scheint. Ah ja. Fantastisch. Wunderschön. Camping, das ist super. Ja. Ah, da ist noch was anderes, Peter. Aber nicht nur schaffen, auch mal ein bisschen blau machen. Manni. Ja. Austoben. Gehst du mal raus, ich tue mal meins reinnehmen dann. Ja. Dann komme ich ja nicht rein, du kleiner Dicker. So. Das hier hin. Mhm. Mach mal richtig Platz, Peter. Setz dich mal. Das hier hin. Alles rüberschüppeln, Peter. Das würde ich dahin sagen. Ja, hock dich schön hin, Peter. Ja, setz dich mal hin. Mach mal richtig Platz. Das soll Spaß machen. So. Jungs. So, Peter, jetzt kriegst du ein paar Nudeln. Einen Moment, kleiner Dicker. Nudeln? Ich muss erst hinsetzen. Da herrlich! Und der Tritt. Den Tritt noch. So, Tür zu. Tür zu. Und wir legen los. Es geht ab. Okay. So, dann wollen wir loslegen. Ich muss zuerst hoch. Ich muss zuerst auf den Traktor. Ja, ich muss nachher auf den Sitz. Ach man, hier krieg ich einen nassen Arsch. Bevor es dir einer drauf gepinkelt. Ach, Meli, wollen wir loslegen. Ja. Kommt an deine Hübbel? Ja. So. Hey, brauchst du den Hübbel? Dann kann ich so. Zündung an. Mit 25 Kilometern in der Stunde bewegt sich der Ludolf Express in Richtung Campingplatz. Herrlich! Wie in so einem Wohnwagen wird man richtig hin und her geschüttelt, wie so ein Karussell. Brauche ich kein Karussell mehr bezahlen. Ah, fantastisch!
Camping ist was Schönes. Du kannst selbst die Abenteuer erleben, was am Fernsehen oder zu Hause nicht erleben kannst. Das ist ganz normal. Und das ist Camping. Nach über einer Stunde Fahrt erreichen die Brüder ihr Ziel. Du machst ja einfach. Ich tue zugucken, ob du es richtig machst, Manfred. Du sagst, wir kommen zum Campen. Ja, es heißt aber auch aufbauen. Campen ist nicht mehr. Du kannst es doch besser. Warum soll ich dir jetzt da die ganze Arbeit wegnehmen? Da wäre ja wohl traurig, wenn ich dir alles abnehme, die ganze Arbeit. Wo wir gehen? Lob in etwas. Manfred, du kannst einsame Spitze. Super. Super, du hängst super fest. So, ein bisschen. Und selbst im Campingurlaub kocht Peter selbstverständlich seine berühmten Nudeln. Ja, mit den Händen. Wir sind ja jetzt am Campen. So viele Nudeln meine ich, sonst wird mit der Uhr zu dick. Wo ist der Pinot? Wo haben wir Pinot? Nee, kein Pinot. Ah, da haben wir Pinot. Und jetzt legen wir los. Komm, rein Luft. Was ist denn das? Du musst doch Luft kriegen. Okay. Was ist denn das für ein System? Das. Wer hat das erfunden? Ah, ich muss drücken, glaub. Mach ich zu, ist es weg. Sehr lecker aus. Ah, jetzt kommen sie. Oh, der Teller ist aber sehr warm geworden. Wenn er schmelzt, hebe ich noch schnell vorher ab. Ich habe ja keinen Deckel mitgenommen. Man denkt nicht an alles. Aber es klappt. Da ist die bequem. Das ist so richtig herrlich hier. Also man kann das auch mal einen Tag oder zwei ohne Arbeit aushalten. Na gut, wenn man so eine ganze Woche hier wäre, aber vielleicht gewöhnt man sich auch mit der Zeit daran. Mal rein in den schönen Zelt. Hoffentlich passt sie. Okay. Die passt. Und dann noch ein Kissen. Ist das nicht schön? Oh. Es hätte einfach, ich habe zu Hause eine Elektropumpe da, wäre ein paar Sekunden gewesen. Aber ich will meine Lunge trainieren. Manche sagen ja auch, warum rennst du da 30, 40 Kilometer, nicht 30, 40, aber jeden Tag meine 7 bis 8 Kilometer. Ich sag, ich kann auch mit dem Auto fahren, aber das ist für die Gesundheit. Die Lunge muss trainiert werden, der Kreislauf, alles. Mein Kreislauf ist kerngesund. Ich kann 20 aufpusten und dann mache ich trittig. Also trainiert. Der Uwe bläst mir die Matratze aus und da hat er knallrote Birne und kippt um. Kein Training. Uwe, aufstehen! Ja. Essen ist fertig. Also ich habe mir auch gut. Ich habe die Luft gerade faul. Wir haben hier schwer geschlafen. Jetzt zum Essen, Jungs. Jetzt kommt die Sonne raus. Wir sind hier am Schaffe hier und du bist am Faulenzen. Komm, Manfred, wir hauen mal richtig rein. Sieht gut aus, gell? Oh, das sieht klasse aus. Ja, wir haben auch schon guten Appetit miteinander. Guten Appetit. Guten Appetit, Jungs. Jungs. Ist das schön. Lecker, lecker. Gib mal einen Tisch an. So. Ich habe nach mir geholt. Dann hauen wir mal richtig rein, Jungs. Ludolf, guten. Ja, leider nicht. Nein, der ist leider auf dem Ausflug. Ja. Ja, muss ja auch mal sein, ne?
Hat so richtig lecker geschmeckt, ja. Siehst du? Das ist so ein ganz anderes Ambiente. Habe ich, hab ich jetzt euch nicht empfohlen? Ist das nicht schön? Ja, ganz andere Umgebung, ganz andere Aussehen, alles schöne Luft. Macht richtig Appetit. Ja. Und müde, wa? Und müde. Aber schön. Jungens. Ja. Mach mal weiter, du machst Peter. Wisst ihr was? Und du angelst. Und ich. Nee, nein, ich mach ein bisschen Bewegung. Ah, ich mach ein bisschen Walking. Ich mach dann Walking. Und ich. Ich komm nachher wieder. Ach, das sind Deppen. Mach Sport. Wenn es gemütlich ist, ruht man sich aus. Hm. Herrlich. Jetzt kleide ich mich mal erstmal richtig um dafür. Zurück bei den Ludolfs. Mit Traktor und Wohnwagen machen sich die Brüder auf den Weg in den Camping-Kurzurlaub. Während Peter und Uwe dem Müßiggang frönen, entscheidet sich Manni für eine aktive Freizeitgestaltung. Super umgezogen, sportlich angezogen und jetzt lege ich los. Während Peter relaxt und Manni joggt, versucht sich Uwe in einem lange in Vergessenheit geratenen Hobby. Erste Mal, wie ich geangelt habe, ja gut, das war das erste Mal Laie, da habe ich, schon Jahre her, da habe ich direkt einen Angeltäler gewonnen und jetzt habe ich schon jahrelang nicht mehr geangelt. Jetzt will ich mal ausprobieren, vielleicht kommt noch mal was an Angel dran. Lassen wir uns überraschen. Manchmal hat man einen Tag Pech, dass man nicht einen Fisch rausholt und nächsten Tag holt man wieder 10 raus. Ja, da war schon so ein richtiger Brocken dahin. Ach, das war Ende des Walking. Das sind meine asiatischen Dehnübungen. Ach, die Übungen sind erstmal, um die Muskeln zu entspannen, aber auch für den Geist entspannen. Deswegen heißt es auch die asiatischen Übungen. Immer an die Zehe. Fantastisch. Jetzt werden die Muskeln locker und der Geist entspannt. Nach nur einem halben Tag auf dem Campingplatz sind die Brüder, allen voran Peter, schon ziemlich entspannt. Nur Manni ist ständig in Action. Nach dem Sport ist erstmal Körperhygiene angesagt. So, der Patentgrill hier. Als selbsternannter Grillmeister nimmt Uwe die Vorbereitungen für das Abendessen ausnahmsweise selbst in die Hand. Na, Uwe, ich habe schon mal Grill angeschmissen. Sehr gut, ich habe frisch geduscht. So siehst du auch aus. Natürlich. Können wir gleich Fleisch und Wurst auflegen. Hast du die Würstchen noch nicht schon drauf? Nö, ich habe den Grill erst gerade angeschmissen. Und was ist mit unseren Fischen? Gerade nichts angebissen, Mann. Das habe ich auch vermutet bei dir. Wir beißen mal anders. Hol mal gerade was raus, bitte, meine Herren, mein Wohnwagen drinnen. Wir beißen nur die netten Mädchen am. Ja, weißt du doch. So, machen wir auf die mittlere Stufe. So, dann gibt man mal drüber. Drauf hier. So, dann packen wir ein paar Bürste an. Schmeiß sie drauf. Was kriegst du, Peter? Wurst. Eine Wurst. Denkt ihr wenigstens an Günther? Ich denke ja? Kräftig an Günther. Wir müssen ihn nachher aufmachen. Was Günther wohl macht jetzt? Ja, das möchte ich. Ja.
Rudolf? Ja. Ja, leider nicht. Meine Brüder sind alle beim Campen. Ja. Ja, ich habe auch heute frei. Am besten rufen Sie dann nochmal morgen an. Okay. Tschüss. Dankeschön. Die machen kann ich auch machen. Schöne Blümchen. So lässt sich's aushalten, Peter. Das dauert ein paar Minütchen, sind fertig. Richtig. Es ist dauert. Du sehr langsam. Relaxen und in relaxen. Ja, ich habe aber nicht Zeit. Normal legt man eine Zeitung hin, liest sie noch teilweise. Nee, Hunger nicht. Aber der Hunger ist vergangen, wenn man den so lange braucht. Sind zwei, drei Stunden. Die geht ja ein. Ich geh mal gerade gucken, wie die Drohne aussieht. Peter, du gehst mal auch ein. Dachte ich schon, ich hätte schon lange umgedreht werden müssen. Also ich nenne sie Kohlewürstchen. Jungs, ihr könnt die ersten zwei Minuten essen. So, bitte sehr. Ihr macht auch eine rauf. Ja, bitte sehr, kleiner. Aber nicht von den Räucherwürsten. Welche kriegst du, eine lange oder? Eine lange. Eine von denen hier, wa? Ja. Soll ich dir helfen? Komm, wie schön durch die ist, wa? Sag ich doch. Dann gib's dir mal her. Ja. Gut. So, ich krieg auch eine. Ich will eine schöne schwarze hier. Ja. Lecker, gell? Ja, ist lecker. Aber Campen ist doch schön. Oder nach. Aber Jungs, guck mal, wie das Wetter geworden ist. Fantastisch. Campen ist schon schön. Vielleicht machst du für morgen oder übermorgen ein paar Fische rausschauen. Aber keinen einzelnen Fisch hat er gefangen. Ich fange 20 Fische. Am Ende muss ich sie mitnehmen. Ich habe gesagt, ich versuche es.